Hallo, mein Name ist Martin Czerwiecki, auszubildender Automobilkaufmann und wir sind hier bei Freizeitfahrzeuge Singhorst. Heute stelle ich Ihnen vor den Detlef Camper 540 QMK vor. Schauen wir uns zunächst mal das Bug vom Fahrzeug an, wo wir vorne Platz für zwei 11 Kilo Gasflaschen haben, Unterlegkeile haben, Platz für die Kurbel und rechts vorne Platz für das Ersatzrad. Weiter hinaus haben wir die Dual-Control-Anlage mit Crash-Sensor verbaut. Eines der besonderen Highlights des Fahrzeugs ist die große Ladeluke mit Fenstern an der Seite, die leicht zu öffnen geht, mit links und rechts jeweils Stoßdämpfern, wo man zum Beispiel das Bett hochmachen kann, oben einklemmen und somit hätten wir Platz für bis zu zwei kleinen Fahrräder. Ebenfalls vorne links haben wir die etwas kleinere Ladeluke für unters Doppelbett, wo wir natürlich auch längere Gegenstände wie Stühle, Surfbrett, Bügelbretter reinschieben können. So, und jetzt schauen wir uns das wunderschöne Fahrzeug mal von innen an. Direkt rechts vorne im Bug haben wir das schöne große Doppelbett, was natürlich auch klappbar ist nach oben, wo man quasi von der anderen Seite an die Stauraumklappe kommt. Rechts vom Bett haben wir natürlich den großzügigen Wäscheschrank mit der dazu passenden Garderobe. Oben haben wir sehr großzügige Stauraumklappen mit Steckdosen und Lichtschaltern jeweils drunter. Kommen wir zu der wunderschönen Mittelsitzgruppe, wo bis zu 6 Personen Platz haben. Natürlich ist der Tisch auch absenkbar und somit die Möglichkeit gegeben, die Sitzgruppe zum zusätzlichen Bett umzubauen. Direkt oberhalb haben wir die großzügigen Schränke, 4 Stück an der Zahl, mit separat Ablagefächern. Kommen wir zu der großzügigen Küche mit sehr großen Schubladen, natürlich mit Softclose. Rechts davon haben wir einen wunderschönen Apothekerschrank, wo die Dame auch Platz für ihre Gewürze hat. Auf dem Küchenblock befindet sich schön 3-Flammen-Kochfeld mit integrierter Zündung. Rechts davon haben wir ein wunderschönes Aluminium-Spülbecken mit einem schönen Designerhahn, Treber, wie es sich gehört. Und natürlich oben drüber, wie sonst auch, großzügigen Küchenschränke für Teller, Tassen und etc. Dann drüber hinaus gibt es noch einen großen Automatik-Kühlschrank mit 142 Liter Fassungsvolumen, separaten Kühlfach und natürlich unten noch eine kleine Schublade für Konserven. Hinten im Heck befinden sich die zwei Doppelstockbetten mit der 7-Zonen-Matratze, separaten Leiter und natürlich eine Abtrennung, falls die Kinder in Ruhe schlafen sollen. Direkt neben den Stockbetten befindet sich der großzügige Kleiderschrank mit dem Elektroblock hinten und hier unten drunter haben wir die Thoma-Heizung mit der Schaltung für die Therme. Kommen wir jetzt zu der Nasszelle des Fahrzeugs, wo wir großzügige Stauraummöglichkeiten im Heck haben, wo ziemlich viel reinpasst. Dann eine Quertoilette, Duschvorhang und die dazugehörige Duschbrause. Eins der besonderen Highlights dieses Fahrzeugs ist das außenliegende Waschbecken, wo man genügend Platz hat. Man hat sehr viele Staubfächer. Sowie Ablagemöglichkeiten und einen schönen Doppelspiegel.